Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim Modisodes. Jawohl, wir sind immer noch im Pausemenü. Einfach aus dem Grund, weil hier gerade ein Drache sein finsteres Schandwerk verrichtet. Den wollen wir natürlich Einhalt gebieten, weswegen wir ihn jetzt mal ein wenig jagen werden. Ich wünschte, ich hätte den Drachenfall schaut. Habe ich aber leider nicht, also müssen wir ihm so ein bisschen hinterherlatschen. In der Hoffnung, ihn irgendwie zu erwischen. Ach, keine Chance. So nicht. Komm her, mein Freund, du feige Sau. Zack. Keine Chance, so zu treffen. Ich müsste so vorhalten. Ich krieg das nicht hin. So gut bin ich nicht. Der verzieht sich, der Drecksack. Kann ich ihm irgendwie hinterher? Schauen wir mal. Würde mich ja interessieren, ob wir den noch erwischen. Also ich sehe ihn hier jetzt gerade nicht. Schade. Ja, die Mucke läuft immer noch. Die Kampfmucke. Aber ich sehe keinen Drachen. Naja, hier unten sowieso nicht. Ich bin schon wieder am Zutaten sammeln. Scheint auch nicht mehr in der Nähe zu sein. Na gut. Schade. Wäre cool gewesen, so einen kleinen Kampf mit einem Drachen am Anfang der ersten Episode. Was erzähle ich da für einen Blödsinn? Am Anfang der Episode. So, Punkt. Nehmen wir noch ein bisschen hier mit, wenn wir schon mal hier sind. Kann ja nicht schaden. So, finanziell geht es uns ja mittlerweile nicht mehr ganz so übel wie am Anfang noch. Das ist schon mal sehr gut, aber wir haben noch lange nicht genug Gold, um wirklich sagen zu können, dass wir genug haben. Ne, ihr versteht schon. Die Windstart Mine, wo haben wir die denn? Ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Ich glaube, hier oben links irgendwo. Hier. Sehr schön. Direkt mal schnell reisen. So, können wir denn hier schon so ein bisschen was mitnehmen? Ebenerzlager, nichts. Malachit auch nichts. Korundum-Erz haben wir. Das nehmen wir direkt mal mit. Eisenerz haben wir. Orichalkon gibt's nix. Quecksilber auch nicht. Silber aber. So, das dürfte es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich glaube nicht, dass wir... Naja gut, Juwelen vielleicht. Nein. Mehr gibt's nicht. Wo haben wir denn hier? Ach, guck mal, da ist direkt die Schmiede. Mädel, du stehst im Weg. Barren. Genau, warum sind das nicht eigentlich direkt Barren? Warum muss ich mich jetzt darum kümmern? Ich habe doch Arbeiter dafür. Guck ich gerade mal. Tatsache. Da kümmern die sich noch nicht drum. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen, dass die sich darum kümmern. Dass wir im Prinzip nur noch die Barren aufsammeln brauchen. So, gehen wir mal in die Schmelzhütte. Huch, ich deaktiviere mal eben erst so das zweite Tor. Ach ja. Richtig spannend ist das jetzt gerade nicht. Aber was sein muss, muss sein. Da haben wir ein bisschen viel Traglast gerade. Ich würde sagen, wir bringen die Barren auch gleich mal direkt in unser kleines Tadeslager hinten bei unseren Wohnquartieren. So. Tades, Tades, Tades. Wo bist du? Dort. So. St. John Ambulance. Jawohl. Und dort ein da. Kann ich wohl die Tades in der Tades rufen? Hat der Modder daran gedacht?
Hat er. Geht nicht. Schade. Ein Versuch was wert. 8 Tore. Gehen wir zumindest etwas schneller. Ja, wir könnten uns auch mal langsam vielleicht das dritte oder vierte Tor kaufen. Oder vielleicht direkt die Lightning Armor. Wobei, das kostet, glaube ich, irgendwas um die 4000. Das könnte vielleicht ein bisschen zu teuer sein. Butterfly Room, nein. Living Quarters, das sieht gut aus. Wo habe ich hier die Erze? Vermutlich hier. Jawohl, hier habe ich... Also, Barren, nicht Erze. Kann ich denn... Was brauche ich denn? Was brauche ich denn für die Sachen, die ich dabei habe, um die aufzubessern? Veredelter Mondstein. Ja, ich brauche Mondsteine. Und für die Rüstung vermutlich bei meinem Glück auch. Zwergisch Elfen. Hier. Nee, warte mal. Hier ist doch Amboss. Hier stelle ich die ja her. Ich möchte die gerne verbessern. Dort drüben. Schnarch. So. Hier. Leder. Wenn ich die jetzt aufbessern würde, wird sich nichts tun. Okay. Veredelter Mondstein. Ja. Haben wir leider nicht. Zwergische Metallbarren haben wir leider auch nicht. Ja, wir müssen uns mal darum kümmern, dass unsere Mine auch die höherwertigen Erze abbaut. Jetzt lagern wir erstmal die momentanen Barren, die wir so bekommen haben. Bruchstein packe ich da auch mal rein. Grundumbarren, Eisenbarren. Holzkohle kann da auch rein. Lederstreifen, Leinentücher, Mondstein, Erz. Silberbarren, Siligonder, Chitin. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch gebrauchen können. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht. Aber ich lagere es trotzdem mal zur Vorsicht. Geben zwar ein bisschen Geld, aber... Na, seien wir mal nicht so. Säbelzahn, Tigerpelz kann auch gebunkert werden. Warte mal, können wir unsere Rüstung überhaupt aufbessern? Und wenn ja, womit? Die können wir gar nicht aufbessern, selbst wenn wir wollten. Na, das ist ja schade. Naja, ist ja eine einzigartige Rüstung. Von daher nicht ganz so überraschend. Gut, wir wiegen wieder deutlich weniger. Gehen wir mal direkt vor die Türe. Und schauen mal, ob wir unsere Mine ein wenig auf Vordermann bringen können. Ein bisschen Geld haben wir ja jetzt. Und wir könnten garantiert noch ein bisschen Geld machen. Indem wir ein paar Sachen verkaufen. Oder auch Tränke herstellen. So, nom nom nom. Warte mal, Holzkohleofen, was ist das denn? Benutzt das Holzkohle produzieren, um 2 Stück Feuerholz in 10 Holzkohle-Sticks umzuwandeln. Nicht genug Feuerholz. Boah, das ist ja cool. Ach, das gefällt mir. Sehr schön. Holzkohle kannst du sonst eigentlich nur immer so in kleinen Mengen von Händlern kaufen. Immer nur so 1, 2, wenn du Glück hast, mal 3. Von daher nehme ich das ja immer mit. Mögen die... Halt den Bubble. Aber so, das ist ja geil. Nicht, dass du selber produzieren kann. Haben die Hühner hier wieder Eier gelegt? Nein. Schade. Was macht sie denn da? Chillen. Auch gut. Dann chill du mal. Wer arbeitet, muss auch ruhen. Passt schon. Na, lad schon. Lord. Ich glaube, ich installiere mal die Mod, wo wir hier neue Ladebildschirme bekommen. Die sind ja doch recht öde. Agonischer Blutwein. Huch. Hab ich aus Versehen eingesteckt.
Rüstungstruhe. Cool. Die stellen auch Rüstungen her und so. Wie geil. Waffenlager. Das ist ja geil. Das gefällt mir wieder. Nice. Naja, ich trödel hier schon wieder rum. Wollte ich gar nicht. Eisenbarren, Korundererz. Okay. Das ist Lager. So, hier müsste ich das eigentlich machen können. Minenschacht 1. 15.000! Alter Schwede. Fischerei und äußere Wände und Tor. Das machen wir mal. Und die Fischerei könnten wir machen, will ich aber ehrlich gesagt gerade nicht. Verdammt, wo kriege ich denn jetzt 15.000 her? Alter Schwede. Kriegen wir das hin? Was meint ihr? Ich versuch's mal. Dazu müssen wir erstmal wieder zu einem Händler. Pass mal auf, das mache ich anders. Kamui Spawn Point. Zack. Kamui Self. So. Und von hier aus dann zu unserer Naruto-Mod. Da haben wir ja unsere Händler, die uns so ziemlich alles abkaufen. So. Einmal die Denkkappe aufsetzen. Da können wir direkt gleich mal... Na, wo ist es? Da. Ein bisschen Alchemie machen. Ach, halt den Bubble. Zutaten. Probieren wir mal ein bisschen rum. Cannabiswurzel. Ich meine Kaniswurzel. Das gibt nicht wirklich viel. Fußkramchitin. Ah, sehr schön. Honigwabe, Knoblauch und Lavendel. Ja. Könnte mehr sein. Das gibt nix. Ja, wir müssen ja immer noch viele Rezepte rausfinden hier. Also bei vielen Zutaten wissen wir noch gar nicht, welche Effekte die so haben. Salz. Mit Salz würde ich gerne ein bisschen herum experimentieren. Ja, bitte. Weil mit Salz gibt's ein paar Kombinationen, wo man richtig gut Geld mitkriegt. Ich weiß gar nicht mehr genau welche, aber es gibt sie. Salz, Grassamen, Eismirion. Nein. Gras. Nein. Salz. Drachenbaum, Distelzweig. Nein. Ich probiere mal alles einfach aus. Okay. Da haben wir was. Gut. Ich glaube, dann haben wir alles jetzt hier mit Salz ausprobiert. So. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber... Ich versuche das hier relativ schnell hinter uns zu bringen. Ja, das war's. Oder? Ja, das war's. So. Da habe ich so ziemlich alle Tränke gemacht, die wir machen können. Das können wir jetzt eigentlich verkaufen, ne? Gibt auch 800, beziehungsweise Teil. Und keine Sorge, das wird jetzt hier nicht die dauerhafte Rüstung. Wir werden auf jeden Fall noch andere Rüstungen tragen. Hä? Die ist ja jetzt nicht wirklich, wie soll ich sagen? Ich kann euch sicher das eine oder andere beibringen. Nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal so. Werft einen Blick. Ist doch schön, dass wir ein bisschen mehr tragen können, aber die sieht jetzt nicht so dolle aus. Gifte, die können immer weg, die nutze ich so gut wie nie. Hervorragendes Elixier des kühnen Schusses. Das kann weg. Starkes Gift kann weg.
Das kann weg. Wundertrunk der Wasseratmung. Naja, einen dabei zu haben, kann vielleicht nicht schaden. Unsichtbarkeitstränke geben viel Geld. Aber die sind auch nützlich. Ach, was soll's. Weg damit. So, Heiltränke behalte ich alle mal. Ausdauer verstärken. Ja, nein. Gesundheit wiederherstellen, Giftresistenz. Weg. 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 Das kann auch weg. Und das kann weg. Und das kann weg. Naja, ein bisschen Geld haben wir bekommen, aber es kommt noch weit. Es ist noch weit von den 15.000 entfernt. Ärgerlicherweise. Ja, was machen wir denn da? Wir haben ja jetzt ein bisschen an Zutaten bekommen. Ach, guck mal hier, Frostwand können wir auch noch verkaufen. Kerzenstein habe ich. Kerzenstein. Kerzenschein habe ich noch nicht gelernt. Sonst haben wir hier aber auch nichts von Wert dabei. Ja, wir könnten vielleicht noch ein paar Edelsteine verkaufen. Brauchen wir eh nicht. Die Nägel, die geben leider kein Geld. Schade eigentlich. Amethyst. So, da haben wir immerhin 4841 Gold. Also gut. Ja, du stehst im Weg, Perle. Schlimm. Ha, ich rufe mal die TARDIS wieder. Wir haben unsere Erze ja da drin. Da fällt mir gerade ein. Ja, werft einen Blick Ja. Da fällt mir gerade ein, wir haben ja jetzt noch die. Ach, guck mal hier. Der Daedrische Zweihänder des Absorbierens. Der kann ja auch noch weg. Die Elfenkriegsaxt. Wir kriegen eh keine Mondsteine in naher Zukunft. Das bezweifle ich stark. Das behalten wir mal noch. Das kann weg. So. Das kann weg. Die können weg. Die können weg. Das und das auch. So, die wollte ich, glaube ich, entzaubern. Das mache ich auch noch mal eben. Ihr braucht etwas? Könnte ich auch in der TARDIS machen, aber jetzt bin ich schon auf dem Weg. Redet. Entzaubern. Ach, cool. Die können wir später auch entzaubern. Andererseits, wir könnten auch so eine Tasche entzaubern. Da muss ich nicht extra diese besondere Rüstung auseinandernehmen. Hier, den Zwergenschild, den nehme ich noch auseinander. Dann können wir die Talmarobe mit Kapuze auch noch verkaufen. Ja, ich habe nicht. Ihr wollt also die arkanen Künste Halt meistern? den Bubble. Hier. Ha, wir sind immer Ach, noch nicht an. Also noch lange nicht nah genug an den 10, 15.000 dran. was? Huch, Entschuldigung. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ans Mikrofon gekommen. Ich gucke mal gerade nach den Erzen. Warum? Weil vielleicht können wir damit irgendwas schmieden, was auch nur im Ansatz Geld bringt. Der Vorteil ist, dass wir natürlich dann auch unsere Schmiedefähigkeit leveln und auch unser Level damit gesamt erhöhen, im Gesamten. Und wir würden Geld kriegen. Also zumindest das, was refinanzieren, was wir hier treiben, das wäre schon ganz gut. Lederstreifen, bäh, Silberbarren, Säbelzahntigerpelz. Okay. So. Erstmal hier Gerbgestell, bitte. Sonstiges Leder erstmal herstellen. Können wir vielleicht noch ein Beutelchen machen? Ah, da bräuchten wir Schnallen für. Du Schnalle. Schwarz gefärbtes Leder wäre auch cool. Hinten rechts. Können wir denn? Wir müssten ja eigentlich genug für schwarzes Leder haben. Wir haben sowohl Leder als auch Frostbissgift. Aber wo kriege ich das denn jetzt her hier? Hä?
Ich muss doch hier irgendwo schwarzes Leder auswählen können. Spinne ich denn? Violengürtel, Violenhalter. Ach, keine Ahnung. Wir nehmen mal hier den Violenhalter hinten rechts. Warte mal, bevor ich das mache. Ja, hinten rechts. Kann ich kein schwarz gefärbtes Leder machen? Wieso nicht? Ha. Naja. So. Können wir wieder ein bisschen mehr tragen. So. Da sieht man's. Hängt uns um die Hüfte. Sieht auch ganz cool aus mit der Rüstung. Haben wir einmal das Beutelchen dort. Und den Violenhalter. Und jetzt können wir schon 450 insgesamt tragen. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. Amboss. Eisen. Was gibt denn hier von Eisen am meisten Geld? Ich würde gerne irgendwas machen, wo ich nur Eisenbarren für brauche. Das wäre am besten. Wo Leder jetzt nicht unbedingt auch gefragt ist. Das wäre ganz nett. Schade. Haben wir nichts. Kunais könnten wir machen. Dann schaue ich mal bei Stahl. Haben wir keinen Stahl? Haben wir nicht. Okay, wir haben noch Silber. Was können wir denn mit Silber machen? Drache. Cool. Die machen wir uns irgendwann auch noch. Baumaterialien, sonstiges. Auch nicht schlecht. Ach, hier kriegen wir schwarz gefärbtes Leder her. Ja, ja, ja. Du mich auch. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Chitin-Sachen können wir auch machen. Knochen können wir bearbeiten. Baumaterialien, ne? Scharniere, Nägel, Schmuck, Drache, Elfen. Ja, wir haben keine Mondsteine. Zwergisch. Da haben wir keine Zwergenbarren. Stahl, kaiserlicher. Können wir hier vielleicht irgendwas machen? Brauchen wir auch Stahl für. Beschlagen. Was können wir denn hier noch machen? Leder und Lederstreifen. Viator, Kyras. Könnten wir maximal einen machen. Ach, das ist doch alles ärgerlich. Pass auf, ich mache mir dann jetzt Lederstreifen und mache dann eiserne Kunais ohne Ende. Hier. Macht, glaube ich, am meisten Sinn, wenn ich mir so ein bisschen angucke, was wir so machen können. So. Ich schau mal gerade, was wir brauchen, um das aufzubessern. Also die Kunais. Ob wir dafür auch Lederstreifen oder nur Eisen brauchen. Nur Eisen. Sehr schön. Dann können wir alle Lederstreifen aufbrauchen. Wir brauchen uns da keine Sorgen machen. So. Schmiedekunst verbessert. Sehr schön. Sollte uns auch wieder ein bisschen Geld geben. Und wir leveln. Das ist sehr gut. Eventuell gehe ich später sogar nochmal in die Schmiede rein und hole noch weiteres Zeug. So. Dann würde ich mal sagen, können wir bunkern. Brauchen wir die Corundum-Sachen eigentlich? Also die Corundum-Barren? Momentan eigentlich eher nicht, ne? Aber es sind sowieso nur 18, dann kann ich die auch bunkern. So viele sind das nicht. Die Eisenbarren bunker ich mal. Und Stahlbarren haben wir echt nicht, ne? Silberbarren bunker ich so. Dann gehe ich mal die Kunais verkaufen.
Ich weiß, wir sind schon über der Zeit, aber ist ja eh so ein bisschen, wie soll ich sagen, organisatorisches heute nur. Da können wir das ruhig mal machen. So. Knatsch, knatsch. Huch. Ah, ich dachte schon, stürzt mich ab. Ja. Werft einen Blick Ja, ja, darauf. ja. Waffen. Iron Kunai. Verkaufen wir mal, was geht. Ach, so viel geben tut das ja jetzt nicht. Immer noch nur in Anführungszeichen knapp 9000 Gold. Schade, schade. Soll ich vielleicht noch ein bisschen Eisen kaufen und noch ein paar Kunais basteln? Warte mal. Ihr braucht etwas. Werft einen Ja, Blick ja. darauf. Hat der nix? Der hat gar keine Eisen und so. Schade. Chakra Enhanced Strength. Wieso zeigt er mir denn die Kleidung? Naja, egal. Dedosha Zweihänder. Deidaras Ring. Edo Tensei Boots. Robe, Elfenhelm, bla bla bla. Das haben wir ihm ja verkauft. Hidans Ring. Iron Kunai. Konans Ring. Kusanagi. Dafür hätten wir jetzt allerdings genug Kohle. Das wäre natürlich geil, wenn wir die Waffe uns mal holen könnten. Tobi-Maske möchte ich ehrlich gesagt gerade noch nicht tragen. So doll sieht die nämlich auch nicht aus. Also im Spiel jetzt. Ne? Nicht, ich rede jetzt hier nicht von der Serie. Ja. Was wollte ich nochmal? Ach ja, ich wollte gucken, ob unsere Waffe hier Schaden. 27, die macht 27 Schaden und die Kusanagi macht 39. Das ist natürlich drastischer Unterschied. Kaufe ich uns die einfach mal und verkaufe die Elfenschwert. Komm, weg damit. Also gut. Ja. Schleifstein. Mal gucken, was wir hierfür brauchen. Zwei Quecksilberbarren, um das aufzurüsten. Haben wir aber gerade nicht, ne? Ich überlege gerade. Pass mal auf, dann gehen wir noch mal eben hoch. Dann gehen wir noch mal eben nach Drachenfeste. Ich habe jetzt noch keine nächste Mod rausgesucht. Also ich habe da schon so ein paar Optionen rausgesucht. Ich habe die jetzt aber ehrlich gesagt gerade gar nicht im Kopf. Ja, habe ich aber alle geöffnet in meinem Browser. Was wir dann als nächstes machen, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Muss ich mal schauen. Aber mein PC bekommt bald ein, naja, ich rüste den auf ordentlich. Mit welchen Teilen kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich sag zwar, ich rüste es auf, aber mein Bruder erledigt das für mich. Da kommen auf jeden Fall deutlich bessere Teile rein, so dass ich dann auch von den Grafikanforderungen alles auf Ultra hochstellen kann und dann noch darüber hinaus auch die ganzen Grafikpacks, die ganzen Grafikmods endlich mal runterladen und installieren kann. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann sieht Skyrim nochmal ganz anders aus. Nochmal ganz anders. Bin schon sehr gespannt, wie das dann aussieht, weil ich habe das selber auch noch nie so installiert. Willkommen in der Krieg. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr Halt den Bubble. braucht. So. Weil ich selbst hatte das ja noch nie alles installiert. Ich habe das nur immer so bei anderen gesehen. Quecksilber. Sehr schön. Nehmen wir mit. Veredelter Mondstein. Ja, ich würde die so gerne mitnehmen, die ganzen Sachen, aber habe ich kein. Es ist schön, mit euch Halte die Geschäfte zu Klappe. machen. Habe ich kein Geld für. So, wir bessern eben noch die Kusanagi auf. Gehen die noch verzaubern und dann würde ich sagen, haben wir genug herumorganisiert. Wir kriegen eh keine. Keine. Schnarch. 15.000 Gold zusammen. So, darauf wollte ich hinaus. Das schaffen wir nicht.
Also jetzt nicht mit unseren momentanen Mitteln. Klar, wir könnten es eventuell schaffen, aber das würde locker nochmal zwei Folgen fressen. Nur rumorganisieren und hier kaufen und da wieder verkaufen und ja, das nee, muss nicht sein. Das kriegen wir auch anders gebacken. Dauert dann halt nur ein bisschen länger, ist aber dafür ein bisschen spannender. So, einmal noch verzaubern gehen. Unsere Kusanagi. Besucht ihr die Psst. Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Ruhe Krieger? da. So, verzaubern. Da machen wir natürlich Blitzschaden rein. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden Und wir leidenschaftslos nehmen zurücklassen. einen Ich persönlich mächtigen ziehe hier meine Bücher Seelenstein und Zaubersprüche mit vor. einer mächtigen Seele. Zack. Ist es nicht faszinierend, wie Alter. bestimmte Materialien schwächer oder stärker auf die Kraft des Blitzes reagieren? Was eine Nervensäge. Heftig. So, ich würde sagen, wir rüsten mal noch eben die Kusanagi aus. Und links machen wir mal Chidori Eso. Bam. So, pass mal auf. Dann machen wir noch TFC, Toggle Free Camera. Und dann schauen wir uns das Ganze mal noch von vorne an. Wow. Geil. So muss das. Sehr schön, das gefällt mir. Sieht gar nicht mal so übel aus, die Rüstung. Also ich hätte schon gedacht, dass die... Passt auch einigermaßen gut zu den Stiefeln und den Handschuhen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Krass. So, nochmal eine schöne Thumbnail-View-Ansicht hier kriegen. So, das sieht doch gut aus. Damit kann ich leben. Vielleicht nochmal ein bisschen näher ran. Nochmal von der Seite. Oh ja, Baby, du machst das gut. Vielleicht nochmal ein bisschen näher ran, so damit wir uns die Augen mal ein bisschen genauer anschauen. Huch, knutschen wollte ich dich nicht. Geil. Na gut, genug rumgespielt. So, nochmal Toggle Free Camera. Zack, passt. Wir haben jetzt die Kusanagi. Wir haben eine schöne Rüstung. Wir haben, was? Wir haben immer noch 8000 Gold oder so, 7000 Gold. Das reicht auf jeden Fall noch für ein, zwei Level zum Fertigkeitslehrerrennen. Ich würde sagen, wir sind bestens gerüstet für die nächste Story-Mod oder vielleicht auch eine andere Mod. Mal schauen, was da so noch kommt. Vielen Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Wir sehen uns dann wieder. Tschüss.